Willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video aus der House-to-Home-Reihe. Wir begleiten in dieser Reihe den Umbauprozess unseres Hauses und wir stehen heute im zukünftigen Elternbad. Es ist aktuell halb Bad, halb Sauna, beziehungsweise ohne Badewanne. Ich glaube, in dem ganzen Haus ist keine einzige Badewanne, fällt mir gerade ein. Wie konnten die vor allem Thema überhaupt überleben? Und ich würde sagen, ich zeige euch mal, was wir hier alles in dem Elternbad verändern werden. Ich glaube, dieses Zimmer wird ganz, ganz viel Veränderung erleben im Gegensatz zu den anderen Räumen, weil hier wir grundlegend auch die Aufteilung des Zimmers ändern. Und ja, ich würde mal sagen, wir fangen mal mit dem an, was hinter mir ist, und zwar dem zukünftigen Wäscheschacht. Das ist ein Speiseaufzug, den wir nicht als Speiseaufzug nehmen werden, sondern hier wird quasi der Wäscheschacht hinkommen. Der führt nämlich nach unten in die Waschküche. Und der fängt hier an, was sehr, sehr praktisch ist. Dann haben wir uns immer gefragt, warum dieser geile Schlüssel in diesen sehr normalen Türgriffen hängt. Und dann haben wir herausgefunden, dass einfach die Türgriffe ausgetauscht wurden. Und wir haben uns jetzt eine Aufgabe bzw. eine Challenge gesetzt. Wir wollen jetzt passende Türgriffe und ja, generell diese Türschlosse erfinden, passend zum Schlüssel, weil das passt auch viel, viel mehr zum Stil des Hauses. Ein wunderschöner Schlüssel, richtig schön schwer und gold, und das passt natürlich nicht hier zum Rest hin. Also das ist wirklich, ich weiß nicht, was sich dabei gedacht wurde, aber ich persönlich finde es schöner, wenn das eine Farbe ist und nicht einmal Gold und Silber. Weil Schmuck ist nichts anderes, aber ist ja auch egal. Genau, dann gehen wir hier mal weiter. Hier haben wir, ich muss ganz kurz überlegen, was wir geplant hatten. Wir haben schon so viel geplant, dass ich schon fast den Überblick verloren habe. Auch wieder ein Doppelwaschtisch. Ich glaube, wir ziehen den quasi bis hier hin, dass es ein bisschen einheitlicher ist, nicht so viele Lücken. Und dann kurz überlegen, das ist richtig cool, und zwar wollen wir hier einmal mitten im Raum eine Badewanne haben, also als Centerpiece, dahinter eine Zwischenwand und dahinter die Dusche. Das heißt, die Sauna, die kommt hier einmal weg, wir wollen nämlich den Saunabereich nach unten verlegen und wir wollen nämlich lieber eine Badewanne im Elternbad haben. Und dann ist quasi hier, wo jetzt diese Wand ist, kommt eine richtige Wand hin und dahinter kommt die Dusche, sodass die Dusche gar kein Glas hat, was mega nice ist, was den Aufwand betrifft, Pflegeaufwand. Und die Toilette kommt quasi hier hin, wo die Dusche gerade ist, und auch da kommt dann eine Wand hin, die dann, wo es dahinter dann quasi zur Dusche kommt, sodass man nicht auf die Toilette schaut, während man duscht oder badet. Und ja, soweit der Plan. Ich bin gespannt, wie das Ganze dann am Ende aussehen wird. Ich freue mich schon total. Ich kann es kaum erwarten, in ein paar Monaten nochmal hier zu stehen und euch das Endergebnis zu zeigen. Kleines Update vom Elternbad. Die Badewanne steht. Ich erkläre euch gleich noch ein bisschen mehr dazu. Oh Gott, das ist so der fertigste Raum gerade in diesem Haus. Aber ich führe euch mal so ein bisschen rum. Hier haben wir einmal schon mal den Waschtisch bzw. die Rückwand für den Waschtisch fertig. Wir haben hier einmal nämlich Trockenbau vorgesetzt, oder wie man das nennt. Und hier kommen dann Aussparungen rein, wo dann die Spiegelschränke reinkommen. Dann haben wir hier die halb freistehende Badewanne. Die wird quasi noch, ja, zugemacht. Hier, damit man einfach nicht dahinter putzen muss. Und hier drauf kommen dann die Armaturen. Also es wird nicht eine komplett freistehende Badewanne sein, sondern es wird eine halb freistehende Badewanne sein. Und das Highlight ist die Dusche. Das ist eine begehbare Dusche. Hier haben wir dann auch noch mal eine Aussparung, wie so eine Duschnische, aber die zieht sich komplett durch. Die wird auch indirekte Beleuchtung bekommen. Und wir haben hier diese, ja, Rillenfliesen. Ich finde die richtig, richtig schön. Die haben wir hier auch auf der Seite. Genau, das soll so ein richtig schöner Blickfang sein. Ich war richtig, richtig happy, als ich die jetzt hier so, ja,
Ich habe die ja vor Monaten einmal ausgewählt und jetzt sind die einfach hier. Dann wird hier oben die Regendusche sein. Wo ist der Anschluss? Ach, da vorne. Und genau, hier kommen dann die Armaturen rein. Und genau, jetzt kann man hier die Dusche von beiden Seiten betreten. Und hier kommt man dann zur Badewanne raus. Hier ist auch genügend Platz, einfach um drumherum zu laufen. Hier haben wir die Toilette eingeplant. Hier wird es auch so eine kleine Nische geben, wo man so Toilettenpapier und sowas ja, verstauen kann. Und das Coole ist, wir werden hier einen Schrank davor einplanen. Einfach auch für Stauraum, sodass, wenn man reinkommt, nicht direkt auf die Toilette schaut, sondern erstmal auf einen schönen Schrank. Dann wird es hier einmal den Wäscheschacht geben. Der führt runter in den in die Waschküche. Und ja, das wird aber nochmal hier ordentlich verputzt und zugemacht, sodass es auch safe ist, auch mit Kind. Nach vorne und hier stehen wir nun im fertigen Elternbadezimmer. Ja, es ist total schön zu sehen, wie all unsere kleinen Entscheidungen dieses Gesamtbild ergeben und wir einfach so glücklich sind, dass ja, am Anfang ist man ja so ein bisschen unsicher, so passt jetzt die Farbe zu der Fliese, und jetzt das zu sehen, dass wirklich alles super harmonisch aussieht, ist auf jeden Fall schon mal erleichternd. Wir stehen hier schon vor unserem ersten Möbelstück, nämlich dem Doppelwaschtisch. Ich glaube, die vorher, die hatten auch einen Doppelwaschtisch. Und das Schöne ist, wir haben uns eine ganz besondere Front überlegt. Wir wollten die geraden Linien in dem Bad auch nochmal aufbrechen und nochmal die, ja, das Muster auch von der Akzentwand hinter der Badewanne von den Fliesen zu nehmen. Das sind drei Schubladen. Die wurden auch vom Schreiner angefertigt, also das haben Kevin und ich zusammen designt mit dem Schreiner. Und ja, ist unser eigenes Design, kann man so nicht kaufen, außer ihr macht das nach mit eurem Schreiner. So, das Besondere an den Spiegeln ist, dahinter befindet sich Stauraum. Also die Spiegel sind quasi eingebaut, wir haben hier vorne eine Platte eingesetzt, sodass man die Spiegel so reinschieben konnte. Und bei den Armaturen ist das so, die sind auch richtig schön, das sind Dornbracht-Armaturen in Messing, gebürstet, matt. Das ist auch so unser Mantra gewesen, wir wollten das Haus alles harmonisch in hellen Farben, Ton in Ton und alles matt. Das waren so unsere drei Punkte. Hier ist natürlich auch nochmal, genau. Ein Schrank drin, Stauraum drin. Hier funktioniert noch keine Elektrik. Also wir sind so froh, dass hier Wasser läuft, aber ihr werdet auch gleich noch sehen, hier und da hängen noch so ein paar Kabel raus. Wir haben hier noch kein Licht. Genau, hier drunter sind noch überall Stauraum. Und das Schöne ist, wir haben hier überall Steckdosen in den Schubladen. Das war mir total wichtig, dass, wenn wir schon was anfertigen lassen, dass es auch praktisch ist.
Und dann kommen wir nun zu einem weiteren Highlight. Wir haben ja hier diese Schrankwand, die läuft quasi nahtlos über in die Ankleide. Und deswegen haben wir hier diese Front ausgewählt mit der Farbe. Das ist übrigens von Farrow & Ball Elephant's Breath. Und hier hinter diesem, hier kommen mal Griffe ran. Aber hier hinter dieser Schrankwand befindet sich der Wäscheschacht. Wir haben in jeder Etage einen Zugang zum Wäscheschacht und unten landet dann alles in der Waschküche. Die existiert zwar noch nicht, aber da steht eine Waschmaschine und ein Trockner. Genau. Ja, das ist ein Highlight. Ich glaube, wir machen mal weiter mit diesem Schrank hier. Das ist ein ganz schöner Schrank, der nicht nur optisch schön ist, sondern auch hier Stauraum hat. Ja, hier haben wir jetzt noch nichts organisiert, aber da könnt ihr euch schon bald auf eine neue Staffel Schrankliebe freuen. Isabella kommt bald hierher und wird die ganzen Badezimmersachen, die hier noch überall verstreut rumliegen, hier einsortieren und organisieren. Und ja, dieser Schrank hat nicht nur Stauraum, sondern dient auch zur Halterung der Heizkörper. Ihr seht hier diese Dinger, die Heizkörperstäbe, die werden gerade noch angefertigt, weil die sind von Wohler und die wollten wir auch gerne in dem Messing haben. Und die müssen erst noch gemacht werden und die kommen quasi hin und das ist dann Handtuchhalter und Heizkörper in einem. Und deswegen ist der Schrank hier auch nochmal zusätzlich praktisch. Und der dient auch als Sichtschutz, dass wenn man reingeht in das Badezimmer, nicht direkt auf die Toilette schaut, die dahinter ist. Das ist auch nochmal so eine ganz tolle Idee unserer Innenarchitektin gewesen. Bei der Toilette ist es so, ihr könnt sehen, die Drückerplatte ist noch nicht dran, weil das auch mit der Elektrik verbunden ist. Kevin, der gute Mann, der wollte nämlich eine beheizbare Toilette haben und deswegen muss hier auch noch ein bisschen Elektrik passieren. Was wir ganz toll fanden, ist, dass hier oben noch, dass wir hier einen Nischenschrank eingeplant haben, weil hier kann man ganz toll Sachen wie Toilettenpapier und Hygieneartikel verstauen. Ist auch relativ groß. Ist hier irgendwas drin? Nee, noch nicht. Aber das passiert dann. Und hier kann man alles schön dekorieren. Das ist auch hinterleuchtet. Also es hat alles indirekte Beleuchtung. Und genau, das wollten wir auch nochmal abgetrennt haben. Deswegen ist hier eine Trennwand zur Dusche. Weil wir haben bisher immer so gelebt, dass man von der Dusche aus immer so den direkten Blick auf die Toilette hatten. Und das wollten wir diesmal ändern, wenn wir schon hier alles individualisieren können. Und hier geht es dann weiter zur Dusche. Und das Schöne ist, das machen alle, die hier mal uns besuchen kommen, die Dusche kann man von zwei Seiten einmal betreten. Einmal von der Seite und einmal von der Seite. Genau, die Dusche ist auch richtig toll. Die, hier ist alles, wir finden alles super, wie es geworden ist. Wir haben hier eine Duschnische einbauen lassen. Die ist, sobald die Elektrik funktioniert, auch indirekt beleuchtet. Und ansonsten haben wir hier eine Regendusche und dann hier nochmal an der Seite eine Handbrause. Natürlich auch alles in dem Messing-Ton. Und hier haben wir auch nochmal die Fliese von der Akzentwand hinter der Badewanne aufgegriffen. Und hier können dann Produkte stehen. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum Highlight des Zimmers und zwar zur Badewanne. Bei der Badewanne ist es so, die ist riesig. Also die haben wir auch schon einmal benutzt. Wir passen dazu dritt rein. Und das macht auf jeden Fall Spaß. Weil wir waren jetzt schon ein paar Mal baden in der Badewanne. Es ist unglaublich schön, als Familie hier drin irgendwie zu baden und so Zeit zu verbringen. Wir haben hier auch nochmal unsere Armaturen in denselben Ton und das Schöne ist, dass hier die Akzentfliese auch nochmal das ganze Geradlinige aufbricht. Und wir wollten auf jeden Fall so einen Mix an Materialien haben. Das lieben wir total, um so eine gerade Struktur aufzubrechen, weil wir lieben das so ein bisschen verspielt und verschnörkelt, aber auch nicht zu sehr. Deswegen finde ich die Mischung auch ganz toll. Ja, und bei der Badewanne ist es so, dass wir keine freistehende Badewanne wollten, sondern nur eine halb freistehende. Deswegen ist die zum Teil hier eingebaut, sodass man praktischerweise schön drumherum putzen kann und hier die Armaturen direkt im Einbau drin sind. Dann unser Badesofa, das ist richtig cool. Damit kann man, das ist so wasserfest und auch resistent, das ist perfekt zum Baden, kann man sich anlehnen, während man badet. Die Badewanne ist ja auch so groß, deswegen finde ich es immer ganz cool, wenn man hier etwas hat, wo man sich irgendwie so halten kann. Und ich glaube, das war's auch schon. Ja, bei den Plissés haben wir leider
nichts gefunden, was diese Rundung mitmacht, aber ich finde das voll okay. Die kann man ganz toll stufenlos verstellen. Und die Griffe werden aber auch noch ausgetauscht. Also die haben wir neue bestellt. Die haben dann genau dieselbe Farbe. Natürlich auch wieder in Messing gebürstet, matt. Ja, ich glaube, das war's hier mit dem Badezimmer. Ich bin gespannt auf euer Feedback und was ihr dazu sagt. Ist das euer Stil? Was hättet ihr hier noch eingebaut? Was gefällt euch besonders? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, dass ihr den Kanal hier abonniert, um die Reveals der anderen Räume zu sehen. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Tschüss!